Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen in der Weekend League und ja, war ein super vogelwildes Spiel beim letzten Mal. 3-2 gewonnen, 1-0 in Führung, 2-1 in Führung und dann eben in der 90. mit dem schönen Kopfballtor von Müller auch noch das 3-2, der Führungstreffer. Und der Gegner hat dann den ersten Rage-Quit gemacht in der Weekend League für uns. Und das hat, obwohl das Spiel quasi schon vorbei war, sehr merkwürdig. Aber soll das machen? Oh, das ist kein gutes Zeichen. Bayern hat er auch solche krassen Spieler drin, bitte nicht. Oh, ich hab's geahnt. Oh mein Gott, Lewandowski, Ribéry, Robben, Müller, Kroos, 87er Torhüter, dann noch 88er Innenverteidiger. Eieieiei. Na mal schauen. Hoffentlich spielt er nicht so gut, wie das Team aussieht. Costa hat er nicht, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher Costa als Ribéry spielen. Wirkt mir echt kompletter, auch wenn er schlechter bewertet ist, wirkt er einfach kompletter für mich auf der Position. Ribéry ist halt auch deutlich langsamer, hat super schlechte Ausdauerwerte. Was halt einfach in dem Spiel, gerade bei der Weekend League, wo man auch öfters mal in die Verlängerung geht, relevant ist. Boah, das hat Lahm krass gemacht. Okay, jemand, der gerne One-Touch-Pässe spielt, wie es aussieht. Abseits. Der Lewandowski ist natürlich crazy. Ich habe bisher nur Gutes von ihm gehört. Also, das soll richtig abgehen. Ist ja auch scheiße teuer. Kostet auf dem PC bei mir momentan so 350.000 circa. Ach, leider hätte er den letzten Ballkontakt nicht machen dürfen. Er hätte gleich schießen müssen. Sehr gut. Hohoho. Was? Oh, ich dachte gerade, das war aber ein krasses Foul, ey. Schade. Vogt die Schnellen hat Körper, da passiert nichts. Sehr geil. Ach, sehr schön. Okay, Spiel ist okay, also bisher ist es okay, also es ist noch offen, aber es ist okay, mal gucken. Er macht das Embolo, macht natürlich keinen Sinn, das muss ich schon an Nuklu treten. So, jetzt Müller, mach nochmal so ein geiles Kopfballtor, bitte. Bitte, 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 bitte. Schade. Warum musste das denn ans Alu gehen? Das wäre so wieder mal ein richtig, richtig geiler Foul. Richtig geiler Treffer gewesen von Goretzka. Oh, schade. So, wieder Embolo.
Oh, groß. Das ist wie gesagt sehr langsam. Aber es finde ich cool, dass er auch mal ein paar langsamere Spieler drin hat. Groß, lahm. Das war nicht so geil. Oh nein. Oh Gott, dass er den hält. Oh mein Gott, dass Fährmann den hält. Richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das gibt jetzt ein Tor mit Lewandowski. Hummels? Hat er Hummels auch oder was? Dachte, er hätte einen Hybrid ohne Hummels, also ohne deutsche Innenverteidigung. Nein, hätte ich vielleicht eher schießen müssen. Einfach raus damit. Ach, ja, das war richtig gut raus. Oh nein. Oh, was macht denn Müller? Ist er gerade gestorben in der Luft oder was? Perfekte Flanke meiner Meinung nach. Das sah echt aus, als wenn Müller gerade gestorben wäre in der Luft. Herzinfarkt, keine Ahnung. Das gefällt mir nicht. Das macht ihn halt einfach schlechter, wenn sowas passiert. Ich will, dass er richtig gut ist. Gemacht von Vogt, schlecht gemacht von mir, gut gemacht von Sokrates. Oh, ich bin mit Müller manchmal einfach zu langsam. Oh, diese Flanke auf Müller, die hätte er meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was war denn das? Er ist meiner Meinung nach einfach zu zeitig gesprungen und ich verstehe nicht wieso. Aber es ist noch alles drin. Ich denke, wir spielen ganz gut. Ganz normaler, einfacher Pass, den er hier versaut. Ach du Scheiße, weh, es gibt jetzt ein Tor. Danke, Vogt. Ach, da habe ich es wieder betrieben mit dem Dribbeln. Schade.
Schade. Ist wirklich Hummels. Oh, fuck. Gut gemacht von Vogt. Also Vogt fällt jetzt immer wieder extrem positiv auf. Scheiße. Ja, Lewandowski. Lagertor. Da hätte ich mit Vogt irgendwie versuchen müssen, eher den Ball wegzubekommen. Aber meiner Meinung nach, naja, egal. Und doppelt. Wieso musste er da schießen, ey? Scheiße. Vogt hatte halt den Ball, aber er hat ihn nicht wegbekommen. Nicht straff genug. Oh Gott! Bleibt wieder im Ballbesitz. Nein, warum mache ich das denn? Krass, dass das klappt, ey. Oh nein! Ich wechsle mal. Ich überlege gerade, ob ich wirklich Costa austausche. Embolo hat irgendwie noch ein bisschen mehr Pace. Soll der natürlich eins weitergehen auf Çalhanoğlu. Soll natürlich auf Müller gehen. Was ist denn jetzt wieder los? Okay. Scheiße. Wir werden wieder verlieren und es ist meiner Meinung nach nicht ganz verdient für den Gegner, weil es einfach kein rausgespieltes Tor war, es war einfach nur gelackt und dann bei mir klappt ja wieder gerade überhaupt nichts, ey, zum Kotzen.
Mann! Das nervt. Das war sowieso, ich krieg keinen Angriff mehr durch. Och, fuck you, ey. Och, zum Kotzen, ey. Das hätte man echt nicht verlieren müssen, das Spiel. Ein Dreckscheiß. Nur wegen diesem verfluchten Scheiß Lewandowski-Tor, ey. Weil Vogt den verdreckten Ball nicht wegbekommt. Guckt euch das ein, bis auf. Hier hat Vogt den Ball und legt ihn auf Lewandowski vor. Oh, scheiße, Mann. Ich meine, dafür kann Vogt nicht. Das passiert bei jedem Spieler mal. Also klar kann Vogt was dafür, aber deswegen sage ich jetzt nicht, er ist schlechter als Toprak, aber oh, Mann. Wie er ihn einfach auf Lewandowski vorlegt. So ein Dreck, so ein Elender. Und dann schafft er es natürlich nicht wieder, den Ausgleich zu schießen. Ich glaube, ich wollte es dann auch wieder zu sehr erzwingen, aber trotzdem. Naja, die restlichen 5 Spiele werde ich morgen spielen. Bin trotzdem zufrieden mit Gold 3, aber es lief jetzt gerade so gut und es war wieder ein Gegner, wo ich denke. Und dann morgen, wenn ich morgen spiele, werde ich auf gar nicht wieder total scheiße spielen oder die Gegner werden einfach wieder viel besser. Keine Ahnung, na, wir werden sehen. Bis morgen, tschüss. Also, für mich bis morgen, tschüss.